Halli, hallo, hallöle und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge der Duckels Challenge. In der letzten Folge hatte Helena ja endlich die Geburt der Babys. Leider haben aber nicht beide Babys überlebt. Sophia. Naja. Aber wie ihr gerade seht hier, der kleine Owen, der hat's geschafft und Helena ist überglücklich. Also sagen wir es so, ein trauriges, ein glückliches Auge hat sie. Sie hat jetzt mittlerweile die traurige Stimmung überwunden, was ich sehr schön finde. Auch alle anderen haben sich da, glaube ich, mittlerweile beruhigt. Ich aber noch nicht. Ich sag's euch. Naja. Ich habe, wir waren ja dann gestern, in der letzten Folge noch ganz kurz auf dem Markt mit Edward und haben ein bisschen Lebensmittel verkauft. Oh, hier kann man weiterentwickeln. Ich habe jetzt alles, was wir noch dazu geholt haben. Oh, ich muss hier noch gießen. Nee, das machen wir morgen. Habe ich jetzt gepflanzt, ja. Und wir haben ja jetzt immerhin 2000 Simoleons. Das heißt, ich hätte sehr gerne irgendwie hier drüben mal noch ein, wie soll man sagen, einen zweiten Stock angefangen, dass nicht mehr alle hier unten schlafen müssen. Genau, das wäre so mein Ziel. Dass dann auch die Kiddies nicht jedes Mal immer geweckt werden, wenn zum Beispiel die Babys schreien. Oh no. Oh no. No, 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 no. Wisst ihr was, Leute? Tut mir leid, aber das verkaufe ich jetzt so. Das wird sonst ein Albtraum. Okay, wir haben jetzt ein Budget von 6.000 und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Ja, ich denke, das ist eigentlich mal soweit gut. Dann haben
die Eltern hier oben ihr kleines Kämmerchen. Die Babys sind jetzt auch hier oben. Ich hoffe, dass das so funktioniert, dass die Eltern dann trotzdem nicht jedes Mal aufwachen. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ja, und die Kitties, die lasse ich jetzt mal noch so. Das wird schon gehen. Hoffe ich. Ja. Toll. Ah, und ich habe jetzt hier noch eine Kerzen. Also Kerzen zum Kerzen herstellen. Habe ich das jetzt noch geholt, dass wir mit ihm so, ja, das vielleicht auch noch machen können, um noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Schauen wir mal. Helena muss hier leider noch gerade eine nächtliche Waschaktion starten, denn ihre Töchter, die stinken einfach beide fürchterlich. Don't try it. Oh, Schätzelein, wir kommen. Aber Helena muss sich auch um die großen beiden kümmern. Ich finde das so, so süß mit dieser Wanne. Jo, Suki. Gutes Mädel. Und dann sie schicken wir jetzt gleich schlafen. Perfekt. Und du gehst jetzt mal hoch und schaust, was dein Sohnemann möchte. Und sie ist noch. Okay. Die Arme, sie ist schon völlig fertig mit den Nerven, mit dem Tag generell. Sie denkt sich nur, so kann ich da nicht einfach schlafen gehen. Bitte. Aber nein, dein Tag ist erst zu Ende, wenn alle zufrieden sind. Oder so ähnlich. Also, was willst du? Oh, er hat schon wieder Hunger. Dann nehme ihn an die Brust. Let's go. Ich fürchte aber fast, wir werden sie erst morgen waschen können, weil Helena macht das nicht mehr mit zu dir. Die ist kurz vorm Umfallen. Okay, dann gehst du nachher schlafen. Jetzt hat der schon wieder was. Hunger und Windeln wechseln. Oh, meine Güte, Leute, ich sag, ich drehe noch durch mit der Familie. Edward kümmert sich hier mal noch fleißig um seine Tierchen. Denn wie man sehen kann, ist auch die gute Edith ziemlich schmutzig. Das müssen wir natürlich beheben. Helena kocht wieder mal, denn vor allem sie hat Hunger. Und die Kiddies, die beschäftigen sich sonst anderweitig. Ich bin übrigens sehr überrascht, wie gut deren Fähigkeiten aussehen. Also, wow. Die beiden sind der Hammer. Sehr tüchtige Mädchen. Siehst du, Edith, das sieht doch schon viel besser aus. Ja, da fühlst du dich viel wohler, gell, gut Maus. Und wir müssen heute mal wieder Techtelmechtel durchführen. Denn ihr wisst ja, im Mittelalter, beziehungsweise sind wir eigentlich schon ein bisschen weiter als das Mittelalter, aber es war recht entscheidend, viele Kinder zu haben, weil man eben einfach nicht wusste, ob die Kids denn überhaupt bis ins Erwachsenenalter kommen. Und man braucht ja zumindest auch schon nur einen Nachfolger für die Familie. Sie waren halt auch sehr wichtig, dass die Familie überhaupt durchkam, indem sie geholfen haben auf der Farm oder so. Genau. Deswegen würde ich sagen, dass ihr beide ein Baby macht. Oh, ich möchte aber eigentlich keine Kinder mehr, sonst verlieren wir die nur wieder. Aber es muss halt sein. Na? Das finden beide eine tolle Idee. Supi, supi. Haben Sie jetzt gerade Gefühle erhalten? Tiefe Verbundenheit. Oh, wie schön. Oh, ihr seid süß. Viel Spaß. Ich finde es halt immer sehr hilfreich, weil es füllt sozial auf. Und es füllt Spaß auf. Das ist perfekt. Genau das, was wir jetzt brauchen. Und ihr beiden seid wieder total müde, dann geht doch schlafen.
Gute Nacht, ihr zwei. Danke. Was machst du? Übergeben? Oh. Ist sie etwa wieder schwanger? Oh nein. Okay. Ja, sie muss duschen. Mach das, also baden. Los. Also Leute, ich denke, das ist dann wieder mal offiziell. Sie fühlt sich dick. Ich glaube, sie ist wieder schwanger. Jawohl. Oh, drücken wir die Daumen. Ich möchte nicht. Also ich möchte sie ja natürlich nicht verlieren, aber ich möchte nicht auch noch ein Baby verlieren. Ja. Oh. Gracie ist so cutie. Also es sind beide mega süß. Oh. Aber sie ist einfach so ein bisschen verborgt, aber gut, das macht ja auch nichts. Ja, kleine Maus. Ja. No. Es ist so schön, wie die Sims immer. Ja, pfeifen, wenn sie so in der Kartenarbeit sind und wenn es ihnen Spaß macht. Ich liebe es dann einfach auch, denen so zuzusehen, wie sie in aller Ruhe sich um ihren Garten kümmern. Ich finde das, ich mag das. Oh, wir haben ein Brutei. Das packen wir natürlich gleich wieder rein. Können wir denn das? Nee, wir können das nicht ausbrüten, ne? Das braucht wahrscheinlich seine Zeit. Okay. Supi, ich freue mich. Ich freue mich, ich freue mich. Die Edith sieht ja mal ganz schlimm aus. Los geht's. Ich komme irgendwie wieder mal so gar nicht hinterher mit all dem, was zu tun gibt. Helena auch nicht. Die ist etwa genauso fertig mit den Nerven. Oh, Schatzilein. Was hat sie denn? Groß und stark, weil man mit Kleinkind gespielt hat. Oh, der kleine Fratz wird langsam groß. Die Balgerei wird langsam anstrengend. Müde wegen niedriger Energie. Erschöpft wegen Schwangerschaft. Schmerzhafte Hausarbeit. Aber die Schwangerschaft wäre immer noch nicht offiziell. Okay, na egal. Wir schicken die Gute aber jetzt einmal schlafen, because sie ist müde. Oh, Oh, er ist so lieb mit den Chelsea. Tieren. Toll. Jetzt noch. Oh, been Oh, many hoffentlich magst du Marlies. das. Nix low, Honky. Nein. Das fandst du doof. Na dann, lassen wir's. So, lass es los, komm schon. Was machst du denn jetzt? Oh, schläft sie. Mit Herbert, spiel mit Herbert. Oh, bitte. Bay? Quatschen. So süß. Comedy. Na, mag er das? Ja, er mag's. Oh, wie schön. Und dann, nach der Zukunft fragen, weiß ich nicht. Ich weiß immer wirklich nicht, was ich denn auswählen soll. Dann spiel noch mal mit ihm. Vielleicht streicheln, vielleicht mag er das auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Na, komm schon. Er fand es wieder gut, super. Und das Streicheln, das mögen sie ja wirklich nicht immer. Ich weiß es manchmal nicht. Ah, doch, doch. Das scheint ganz okay zu sein. Oh, warte, 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 warte. Oh nein, wie süß. Oh. Ach, guckt euch das an. Das ist so knuffig. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Dieses Spiel. Nein, sind die süß, die beiden. Okay, wir wollen es jetzt aber nicht übertreiben. Wir lassen den Herbert mal. Und ich würde sagen, ich lasse euch jetzt mal. Vielen, vielen lieben Dank. Wie immer fürs Zusehen. Ich würde mich riesig über ein Like oder einen Kommentar freuen, wenn ihr Lust habt. Und wer weiß, vielleicht auch auf das ein oder andere
Abo. Hab euch lieb. Tschüss.